Kandidator Nummer 16, Kili. Ist die Aufstellung von Austria Lenkwies. Im Tor Friedrich Kotzilia. Nummer 2, Robert Zahler. Hier im Wiener Praterstadion, liebe Fußballfreunde, begann vor fast 20 Jahren die große internationale Karriere von Inter Mailand. Und auch heute werden die Mailänder von gut 1000 Schlachtrubeln nach Wien begleitet zum UEFA Cup Achtelfinalspiel gegen die Wiener Austria. In den letzten 20 Jahren hat sich wohl die Aufstellung der Italiener geändert, nicht aber ihr Spielstil, nämlich die Defensive. Der erste Wunsch, Tore zu verhindern und erst in zweiter Linie Tore zu schießen. Hier haben wir die Aufstellung von Inter mit drei WM-Finalisten. 1 Zenga, 2 Ferri, 3 Bergumi, 4 Bagni, 5 Colovati, 6 Baresi, 7 Müller, 8 Sabato, 9 Ottobelli, 10 Pecalossi und 11 Serena. 3 Spieler davon waren dabei, als die Italiener im Jahre 1982 Weltmeister wurden, nämlich Bergumi, Colovati und Altobelle. Und die Austria komplett. 1 Consilia, 2 Sara, 3 De Giorgi, 4 Zore, 5 Baumeister, 6 Daxbacher, 7 Trabitz, 8 Prohaska, 9 Polster, 10 Nilagi, 11 Madia. Der Schiedsrichter kommt aus dem Freistaat Eire aus Irland. Sein Name ist Carpenter. Die Italiener spielen in den weißen Dressen in der ersten Hälfte von links nach rechts. Hier haben wir Hansi Müller gehabt, links im Bild. Schiedsrichter Carpenter aus Dublin. Das Wetter wärmer als gestern, das ist relativ, aber nicht so kalt wie gestern, trocken. Links Hansi Müller, rechts mit der Nummer 10 haben wir den Italiener Pecalossi, einen hervorragenden Mittelfeldspieler. Und Anpfiff zum UEFA Cup Achtelfinalspiele im Wiener Stadion. Austria spielt also komplett, doch mit Baumeister, der an Angina erkrankt war, doch mit Herbert Prohaska, der früher bei Mailand gespielt hat. Wir können kaum auf eine Abwehrschlacht der Italiener. Die fassbare Frage, wie kann Austria diesen Riegel knacken? Geplant ist über die Außenverteidiger, über Robert Zahra beispielsweise, der gerade hier versucht hat, rechts vorzustürmen. Meine Damen und Herren, die Italiener haben sich mit einiger Sicherheit eine genaue Rollverteilung in der Abwehr zurechtgelegt, mit Mann deckt, wer wen deckt, werden wir nach den ersten Minuten wissen. Pecalossi, den Ball hat Madians ausgegeben, hier haben wir die Austria-Betreuerbank, links Halamer, dann Co-Trainer Tommy Paritz und neben ihm der Arzt. Der Ersatzspieler in Deck gehüllt, es ist an die 0 Grad, aber wie gesagt, trockenes Wetter, relativ gutes Fußballwetter. Evaristo Pecalossi, ein Mann, der mit dem Ball alles kann. Und der lange Serena, stark mit dem linken Fuß. Und Trainer Gigi Radice hat einen Elfmeter reklamiert, temperamentvoll, ebenso wie der italienischen Zuschauer, die den Österreichern noch vielleicht 1:15 heute an Zahlen unterlegen sind. Aber an Temperament steht sicher 1:1 zwischen den österreichischen Zuschauern und den italienischen Baumeister. Weiter Pass. Robert Zahra. Nilagi, Ferschlag. Geschossen hat erstmals nach 3 Minuten István Madjar. Der Ball wurde abgelenkt, daher Eckball für die Austrianer in der dritten Spielminute. Altobelli. Es läuft sich frei, der lange Serena. Und das gibt Foulfreistoß für Inter in der dritten Minute. Nein, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Prohaska.
Müller. Der Georgia, den Außenverteidigern kommt heute eine ganz große Rolle zu. Nilashi. Wir haben schon einige Male gesehen, dass der irische Schiedsrichter Körperattacken zulässt. Der Georgi. Evaristo Beccalossi. Zorre. Für Herbert Boraske ist es ein besonderes Anliegen, gegen Inter gut abzuschneiden. Daxbacher, die Austrianer greifen mit allen Verteidigern an. Nilashi. Baumeister hat sich erst langsam von einer Grippe erholt. Ja, und jetzt haben die Italiener ihre berühmt-berüchtigte Abwehrmauer aufgebaut. Sehr stark im Zweikampf. Daxbacher. Im heurigen UEFA Cup hat Inter Mailand auswärts kein Tor geschossen. Einmal 0:1 verloren in der Türkei und dann 0:2 in Holland. Aber im Rückspiel haben sie jeweils aufgeholt. Also ein 2:0, ein 1:0, 2:0 ist keineswegs ein Garant für den Aufstieg in das Viertelfinale des UEFA Cups. Am Ball Herbert Boraske. Ein bisschen enttäuschend die Zuschauerzahl, ich schätze an die 15.000. Da mag sicher eine Rolle gespielt haben, das relativ schwache Match 1:1 am letzten Samstag. Prohaska und Schiedsrichter Carpenter. Das ist der junge Tormann Walter Zenger, der dem Routinier Bordon gefolgt ist. Bordon hat den Club verlassen. Prohaska. Vorne der lange Nilashi. Ja, aber im Kopfball, da sind die italienischen Abwehrspieler einfach Meister. Out für Inter entscheidet der Linienrichter. Bergomi. Daxbacher. De Georgi. Schießt Libero Giuseppe Bergoglio. Vielleicht erinnern Sie sich an die Übertragung des WM-Finales von Madrid. Da hat Bergoglio den großen Karl-Heinz Rummenigge mehr oder weniger ausgeschaltet. Seit neuestem spielt der Libero bei Inter. Daxbacher, schwierig durch diese Menschenmauer durchzukommen. Die Austrianer müssen jetzt mehr über die Flügel angreifen. Rasch noch ein Blick, wie beide Mannschaften in das Achtelfinale des UEFA Cups gekommen sind. Inter durch Siege über Trabzonspor aus der Türkei und über Groningen aus Holland. Und die Austria durch Siege über Bonneweg aus Luxemburg und Laval aus Frankreich. Sabato, die Nummer 8, 7 ist Müller,
Beccalossi. War im Grunde Beccalossi der große Rivale Herbert Borrascas in seiner Interzeit. Beide zwei Ballkünstler im Mittelfeld. Mir fällt auf, dass die Austria Stürmer nicht die gewohnten Positionen einnehmen. Drabitz spielt links und Polster rechts. Salvatore Bagni. Langer Pass auf Serena. Sie wissen sehr sicher, dass Karl Dachsbacher jetzt mit seinen 30 Jahren seinen dritten Fußballfrühling bei der Austria lebt. Hat auch schon einige Tore geschossen und das ist der Sektor im Wiener Stadion, der seit langem von den Inter-Anhängern beherrscht wird. Es waren ungefähr 5000 Karten aus Italien bestellt, abgeholt wurden dann letztlich doch nur 800 und schätzt rund 1000 Italiener im Wiener Praterstadion. Beccalossi. Der Ball ist, nein, ist nicht über der Linie. Sehr ruhig und sicher spielen die Austrianer im Augenblick den Ball aus der Abwehr heraus. Foul von Baumeister, hätte ich gesagt, aber wie gesagt, Schiedsrichter Carpenter ist ein typischer britischer Schiedsrichter. Zweikämpfe sind für ihn, gehört zum täglichen Brot des Fußballs. Es wird nicht gepfiffen oder nur in den krassesten Fällen. Die Interspieler werden von ihren Frauen und Bräuten begleitet, die allerdings nicht im selben Hotel wohnen dürfen wie die Mannschaft. Und der Manager dieser Mannschaft war eine wesentliche Stütze, als Inter hier im Wiener Stadion im Frühsommer 1964 Real 3:1 schlug und erstmals Europacup-Sieger wurde. Freistoß für Inter. Weil die Austria in Violett spielt, kann Inter nicht in den Traditionsfarben spielen, nämlich schwarz-blau. Müller, oh, das war nicht ungefährlich, Eckball für Inter, für die betont kopfballstarken Italiener. Auch Colovati ist mitgekommen, Beccalossi, Müller. Foul an Müller durch De Giorgi, Freistoß für die Italiener an der Strafraumgrenze. Am Ball Evaristo Beccalossi. Fredo Consiglia. Madia und De Giorgi. Wollte den Ball aufs kurze Eck schupfen, Beccalossi. So ruhig raus aus der Abwehr, keine Panik. Interessant, Alfred Drabitz, Nummer 7, spielt weiter links. Und Nilaschi weit zurückgezogen, also nicht in der Rolle des Mittelstürmers bis jetzt. Guter Pass für Drabitz, was macht er jetzt? Ja, keineswegs das Beste, was man hätte machen können. Bagni. Auch die Austrianer gehen ganz schön hart zur Sache, wie hier Libero Franz Zorre. Man hat den österreichischen Fußballern gern nachgesagt, dass sie international Nasern sind. Die Austria ist heute unter Garantie nicht. Freistoß für Inter. Wie lange haben wir gespielt im Wiener Stadion? 12 Minuten und es steht 0:0. Ein bekanntes Gesicht, der frühere Stuttgarter und deutsche Nationalspieler Hansi Müller. Er ist ja der Nachfolger von Herbert Borrasca bei Inter. Hier wieder Gigi Radice.
Radici hat hier übrigens im Wiener Stadion auch einmal ein Länderspiel für Italien bestritten. Das war im Jahr 62, also schon vor mehr als 20 Jahren. Radici ist neuer Trainer von Inter, er hat Marchesi abgelöst. War schon sehr an der Kippe, war das schon fast abgeschossen, weil Inter die Meisterschaft sehr schwach begonnen hat. Die Mailänder liegen zurzeit an 10. Stelle. Und es ist ganz bezeichnet, dass sie nicht allzu viele Tore geschossen haben im bisherigen Verlauf der Meisterschaft. Weniger Tore als Spiele jedenfalls. Madjar. Robert Sara war mitgekommen. Daxbacher. Und da hat auch, wer war das, die Nummer 9, nämlich Toni Polster, einen Kopfball gewonnen. Ist nicht so selbstverständlich in einem Zweikampf mit Italienern. Polster gehört ja wieder zur Stammmannschaft seit dem Meisterschaftsspiel in Innsbruck. Damals war Herbert Prohaska verletzt und Polster hat seine Chance genützt. Bei den ersten Europacup-Spielen, nämlich gegen Bonneweg und gegen Laval, war Polster nur eine Art, noch sagen wir, ein Edelreservist. Und zwar war das Fulvio Colovati. Irrtum Altobelli, den kennen wir ja gut, Nummer 9. Wäre auch ein kleines Wunder, dass bei den Italienern der Vorstopper mitgeht. Madial. Hier mit der Kapitänsschleife rechts hatten wir Alessandro Altobelli. Tormann Walter Zenga, erst 23 Jahre alt. Das ist für italienische Verhältnisse geradezu ein blutjunger Tormann. Zoff, Sie wissen ja, an die 40 oder über 40, oder auch Bordon, der vorher bei Inter im Tor gestanden ist, ist älter als 30 Jahre. Nach einer Viertelstunde also noch kein Tor im Wiener Stadion und wir konnten auch nicht erwarten, dass es hier eine Torlawine heute geben würde. Wenn eine italienische Mannschaft spielt, dann hat es noch selten sehr viele Tore gegeben in einem Fußballmatch. Nilashi hängt sehr weit zurück. Wird immer verfolgt von Fulvio Colovato. Ich glaube, da war ein Foul jetzt. Man muss sich sehr viel bewegen, um sich der genauen Manndeckung der Italiener entziehen zu können. Prohaska, Sara. Es fällt auf, dass Baumeister, oh, ein schlechter Pass und Zenga war schneller Ball. Ich wollte gerade sagen, es fällt auf, dass Baumeister und auch Prohaska weit hinten spielen, offenbar, um auch den Außenverteidigern Gelegenheit zu geben, über die Flügel anzugreifen. Polster gegen Müller war das, Nummer 9 gegen Nummer 7. Madial. So, was macht er? Spielt rüber zum Trabe. Jetzt ein bisschen zu steil. Dadurch hat Bagni eingreifen können. Ich glaube, wir werden sehr viel Geduld in diesem Spiel brauchen heute.
De Georgi versucht das Spiel von der Flanke her zu machen. Polster. Genau verfolgt von Collovati. Foul von Prohaska an seinem Bewacher. Nein, an Serena war das, an der Nummer 11. Baresi. Baresi ist der rechte Verteidiger. Oder bei den Italienern kann man das nicht so genau nehmen, weil sie Mann decken. Sie verfolgen ihre Stürmer über das gesamte Feld oder besser gesagt bis zur Mittellinie genau. Bagni. István Madja arbeitet sehr viel, versucht die Italiener immer wieder zu stören. Es gibt Freistoß für die Austria, Prohaska. Herbert Prohaska hat sich erst langsam erholt von einer Verletzung am Bein. Zara. Und wenn der Robert Zara mal liegen bleibt in seinem 50. Europacup-Spiel, dann muss er sich wirklich wehgetan haben. Prohaska, unverkennbar in seinen Bewegungen, kennt die Interspieler natürlich am besten, hat sich auch sicherlich an der Taktik der Austrianer beteiligt. Drabitz gegen seinen direkten Gegenspieler Ferri. Freistoß für die Austria aus einer durchaus gefährlichen Distanz, nämlich an der seitlichen Grenze des Strafraums. Prohaska. Mitgekommen nahezu alle Feldspieler mit Ausnahme von De Georgi und Baumeister. Baumeister. Ja, ich glaube, die Austrianer müssten jetzt den einen oder anderen Schuss riskieren. Das sind ja das Standardrepertoire gegen mauernde Mannschaften, nämlich über die Flügel anzugreifen und möglichst viel zu schießen. Die Austria hat bisher zwei Spiele gegen Inter ausgetragen, Freundschaftsspiele. Das war damals, als Herbert Prohaska nach Italien ging, in Mailand 0:0 mit starken Vorteilen, erinnere ich mich damals, für die Austria, und in Wien 1:0 für Inter. Also viele Tore sind nie gefallen in den Zweikämpfen zwischen der Mailänder und der Wiener Spitzenmannschaft. Beifall für Polster. Madjar. Und Sie sehen, mit welcher Verbissenheit und Zähigkeit die italienischen Verteidiger attackieren. Prohaska. Ball war gedacht für den Linksaußen. Und Drabitz läuft auch sehr viel. Er muss viel laufen. Man kann sich nur so dieser Bewachung entziehen. Beccalossi. Versteht sich an sich sehr gut mit Altobelli. Gibt der Schiedsrichter Vorteil, jawohl, aber die Mailänder haben den Ball verloren. Und leider auch Toni Polster.
beide Torleute, Fridl Consilia bei der Austria und Walter Zenger von Inter, waren bisher kaum beschäftigt. Die gröbste Arbeit haben ihnen die Verteidiger abgenommen. Nilashi. Kolovati kann es nicht glauben, trotzdem aber Freistoß für die Austria entscheidet Schiedsrichter Carpenter. Distanz 25 bis 30 Meter, da gehört jetzt ein Panenker her, aber den haben sie nicht. Also wird Prasca vermutlich den Ball abspielen, in der Mauer Alfred Trabitz. Bagni richtet die Mauer ein, zusammen mit Norman Walter Zenger. Baumeister, Robert Sara kommt mit! Erinnern Sie sich, ähnliche Freistoßvarianten hat es früher oft in der österreichischen Nationalmannschaft gegeben, zur Argentinienzeit, mit Robert Sara nämlich und Herbert Prasca und Baumeister auch hin und wieder. War eine gute Variante und zum ersten Mal musste Tormann Zenger wirklich eingreifen. Wie lange haben wir gespielt? Es sind knapp 25 Minuten in der ersten Hälfte. Tor konnten wir ihnen leider noch keines bieten. Ernst Baumeister heute praktisch in der Rolle des Vorstoppers, immer ganz weit hinten. Prasca. Ah, wie gern würde er heute ein Tor schießen, gerade gegen Inter, diese Mannschaft, die ihm im Grunde so viel Kummer bereitet hat. Sara, hoher Ball für Nilashi. Gut gemacht von De Gheorghe, gut gemacht von De Gheorghe. So muss man es machen, sofort schießen. Eckball für die Austrianer. Nilashi. Ah, Entschuldigung, Madja war es, Madja natürlich. Ernst Baumeister hat den Ball noch berührt, daher Einwurf für Inter durch Giuseppe Baresi. Auch ein ehemaliger Nationalspieler, sein Bruder spielt für den Lokalrivalen Milan, ist auch Nationalspieler. Gigi Radice, der Trainer. Einer der stärksten Spieler Inters. Beccalossi. Einer der seltenen Gegenangriffe durch Müller. Foul von Robert Sara an Evaristo Beccalossi. Ja, und das ist ganz typisch für den italienischen Fußball. Lieber der sichere Pass zurück als ein riskanter Pass nach vorne. Wenzel Hallamer hat Inter erst am letzten Sonntag beobachtet beim 1:1 in Genua, als Libero Bergomi ausgeschlossen wurde. Wurde übrigens heute gesperrt, ich glaube für zwei Spiele, aber das hat keinen Belang für die Europacup-Spiele. Das gilt nur, die Sperre gilt ja nur für die italienische Meisterschaft. Und dem Fridl Consilia muss ganz schön kalt sein, das ist dieses Nichtstun, dieses Nicht-Beschäftigt-Sein ist für den Tormann gerade bei diesem Herbstwetter nicht das Ideale. Die Muskeln werden kalt und steif. Prohaska zieht sich auch weit zurück, um sich der Deckung zu entziehen. Prohaska. Das war gedacht für Alfred Trabitz. Und jetzt sollte einer der schnellen italienischen Konter kommen, auf die wir bisher zum Glück verzichten oder vermissen mussten. Nilashi. Madial. Ja,
Auf der Tribüne sitzt auch der ehemalige Präsident, oder besser gesagt, Vilas ist ehemaliger Präsident, nämlich der Chef des ungarischen Fußballverbandes Sepesi. Baresi. Ja, jetzt hat sich eindeutig herauskristallisiert, dass die beiden Vorstopper der Austria Baumeister sind, überraschenderweise, und Daxbacher. Sie nehmen die beiden Sturmspitzen der Mailänder. Der Grund ist ja ganz klar, man will den beiden Außenverteidigern, die ohnehin sehr viel Offensivdrang haben, nämlich Robert Sara und Josef De Gheorghi, Gelegenheit geben, ohne Gegenspieler praktisch in den Angriff vorzustoßen. Ernst Baumeister in der Rolle des Vorstoppers. Wir sehen das hier ganz deutlich, dass er praktisch als letzter Mann jetzt diesen Freistoß abspielt. Hinten haben wir eine der Fahnen der Inter-Anhängerclubs, die hier die Ränge im E-Sektor sind praktisch tapeziert damit. Und in Kopfbällen sind die Italiener kaum zu schlagen in der Abwehr. Höchstens, dass sich der lange Vilas hier mal durchsetzen könnte. Hoffen wir es wenigstens. Beccalossi. Bagni. Baumeister. Wen soll anspielen? Langer Pass auf wen? War gedacht auf Herbert Prohaska. Beccalossi. Wir haben eine halbe Stunde gespielt im Wiener Stadion, noch kein Tor, kaum begeisternde Torszenen. Aber das haben wir im Europacup ja schon immer festgestellt. Das Geld verdirbt ein bisschen den Fußballstil. Wenn so viel Geld auf dem Spiel steht, wie speziell bei den Italienern, dann ist die Vorsicht immer das, was am ersten regiert in der Spielanlage, in der Taktik. Prohaska. Von Bagni attackiert. Startet einen Sololauf. Fährschlag für wen? Für Madja. Der Ball ist bei Daxbacher. Sara, kommt rechts jemand mit? Nein. Ja, und aufgaben kann man den Ball halt nicht, wenn die Italiener so hautnah decken. Inter ist sicherlich der mit Abstand schwerste Gegner, den die Austria im laufenden Bewerb des UEFA Cups zu bekämpfen hat. Aris Bonnevay konnte man ja nicht ganz ernst nehmen. Und Laval aus Frankreich hatte auch nicht die Klasse. Der Schiedsrichter pfeift jetzt Robert Sara zurück. Es gibt Out für die Italiener. Robert Sara, 37 Jahre alt, 50 Europacup-Spiele. Ja, da sprang der Ball Altobelli weg. Und der Sicherheitspass zurück, diesmal von Beccalossi. Ferri. Zu weit vorgelegt, schade. So, aber jetzt müsste es schneller kommen. Vilas Prohaska. Ja, was man sich bei uns in der Meisterschaft erlauben kann, nämlich den Ball zu gabern und ein bisschen schön zu streicheln und zu behandeln, das ist bei einem italienischen Gegner nahezu unmöglich. Das haben wir jetzt schon einige Male gesehen.
Ferri. Sara gegen Serena. Trabitz gegen Ferri. Ist vorbeigekommen, gut vorbeigekommen. Und dann Nilaschi verliert das Kopfballduell mit Bergomi. Sagt der harte Schiedsrichter, aber das war abseits. Leider abseits. Alfred Trabitz, der Linienrichter, hat sofort die Fahne um. Das ist Evaristo Beccalossi, ein sehr launischer Spieler. Bagni. Ferri. Sehr aufmerksam von Ernst Baumeister. Sofort der steile Pass auf Toni Polster. Polster gegen Baresi. Das ist jetzt Colovati. Robert Zara. Und der Herbert, du hast den Schuss. Der schießt über das Tor, aber wenigstens ein Schuss. Hier haben wir die Nummer 5 gehabt, Fulvio Colovati, der vom Lokalrivalen Milan zu Inter gekommen ist. Da war sehr viel Geld im Spiel. Noch 10 Minuten in der ersten Hälfte, kein Tor im Wiener Praterstadion. Mag sein, dass viele Fußballfreunde, die sonst zu einem UEFA Cup Achtelfinalspiel gekommen wären, sich abhalten ließen, weil sie eben von den Italienern wirklich nicht viele Tore erwarten können und eher ein destruktives Spiel. Madjar. Prohaska. Baumeister hoffentlich hält seine Kraft durch. Er hatte ja eine Grippe. Müsst schießen, tut es und... Zenka. Ja, solche Vorstöße könnten wir mehr brauchen. Notieren wir also Ernst Baumeister in der 36. Minute. Hat der Friedel Consigli eigentlich schon was zu halten bekommen? Nein, bisher nicht. Wir führen da hier eine genaue Statistik über die Schüsse dieses Spiels. Und was steht bei Inter bei Schüssen? Nichts, nichts, was aufs Tor gegangen wäre. Prohaska. Foul an Zore, glaube ich, aber der Schiedsrichter, wir haben es schon einige Male gesehen, ist ein Freund der harten körperlichen Note. Die Italiener sehen dieses Spiel wie immer, die Auswärtsspiele praktisch nur von der taktischen Seite, wie kann man ein Tor vermeiden, und alles ist ausgerichtet auf das Rückspiel in 14 Tagen im Mailänder San Siro Stadion, das sicherlich ausverkauft sein wird, oder wie es jetzt heißt, im Mailänder Merza Stadion, das wurde ja bekanntlich vor ein, zwei Jahren umgetauft. Müller verliert den Ball. Ja, und da wollte der István Madja ein Foul haben, aber damit kommt er bei diesem Schiedsrichter sicherlich nicht durch. Serena war offside. Prohaska. Entzieht sich immer wieder der Deckung, indem er sich weit zurückfallen lässt auf die Höhe des Vorstoppers.
Axbacher für Trabitz. Trabitz gegen Ferri. Und schon ist der zweite Mann da, nämlich Sabato, die Nummer 8. Sabato ist ein Spezialist für Sonderaufgaben. Einer, der einen gegnerischen Spieler im Mittelfeld abmontiert. Noch 7 Minuten in der ersten Hälfte, 0:0. In den Zweikämpfen halten die Austrianer bis jetzt recht gut mit, wenn man bedenkt, dass die Italiener wirklich geübt sind, dass sie praktisch Woche zu Woche in der Meisterschaft immer ähnliche Spiele erleben mit extremen Zweikämpfen. Jetzt haben sich die Mailänder etwas Luft verschafft. Den Ball verzogen hat Evaristo Beccalossi. Dann war das Ganze 5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte. Consiglia verdient heute sein Geld praktisch im Stehen und im Zuschauen. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung mit italienischen Mannschaften, wie unberechenbar sie dann doch plötzlich im Konter sein können. Das weiß auch Friedel Consiglia ganz genau. Angriff der Austria durch Madia. Ja, und auf Trickblicks darf man sich da nicht einlassen. Da steht diese Menschenmauer, die Eichte kämpfen in der italienischen Abwehr. Immer wieder wird Beccalossi angespielt. Boraska hat so lange gewartet, bis Polstein Stellung gelaufen war. Da haben Sie gesehen, wie der Gegenspieler hier mit dem Arm gearbeitet hat. Da muss ein Schiedsrichter schon sehr aufmerksam sein, aber gerade bei italienischen Mannschaften weiß man ja, dass die Abwehrreihen mit allen Mätzchen arbeiten. Daher auch sehr richtig von Kapitän entschieden. Freistoß für die Austria, Herbert Boraska. Noch 4 Minuten in der ersten Hälfte. Erster Fehler vom Torwart und war aber vorher schon abgepfiffen. Der Jubel, hoffen wir, dass wir den Jubel noch das eine oder andere Mal von den Austrianern heute hören. Noch einmal Boraska, Ball wird abgelenkt. Und der Schiedsrichter entscheidet offenbar faul an Tormann Zenga. Karl Daxbacher und Franz Zurri. Rufen wir uns noch einmal die Auswärtsspiele von Inter Mailand in den ersten beiden UEFA Cup Runden ins Gedächtnis. Da gab es zuerst gegen Trabzonspor in der Türkei ein 0:1 und dann in der zweiten Runde ein 0:2 in Groningen. Das heißt immer, oder besser gesagt nie, ist den Italienern ein Tor gelungen. Sie haben es gar nicht darauf angelegt. Ihre Abwehr war immer sehr stark, hat maximal 2 Tore auswärts zugelassen. Müller. Baumeister, Zara,
Foul an Robert Sarra, Freistoß für die Austria. Wie lange haben wir noch in der ersten Hälfte? Noch genau 2 Minuten. Prohaska, Sarra hinten, Baumeister. Sehr energische Gesten von Schiedsrichter Carpenter aus Irland. Die meisten Freistöße schießt Herbert Prohaska, hebt den Ball sanft hinein. Und Bagni hatte Nilaschi ganz genau gedeckt bei diesem versuchten Kopfball. Ja, wo der hinspringt und hintritt, der körperlich starke Serena. Da wächst kein Gras mehr, wollte ich sagen, aber ich fürchte, dass Josef De Giorgi auf den Kopf gefallen ist. Wenn's, dann könnte es eine gelbe Karte geben, das gibt's ja. Gelbe Karte für Libero Giuseppe Bergomi. Ja, und De Giorgi, der sicher ein harter Bursche ist, dürfte sich wirklich verletzt haben bei diesem Luftduell mit Serena. Erinnern wir uns an die Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien, da ist es dem armen De Giorgi ähnlich gegangen, ist gegen eine Umzäunung gestürzt dort bei einem Zweikampf. Hoffentlich keine Gehirnerschütterung, hoffentlich muss die Austria nicht austauschen, weil De Giorgi bisher sehr gut gespielt hat. Schiedsrichter Carpenter rechnet die Zeit, die De Giorgi verletzt auf dem Rasen liegt, ein. Noch 20 Sekunden gäbe es an sich, aber Schiedsrichter lässt länger spielen und er weist Trainer Alame hinaus. Da gibt es ja ganz genaue Regeln von der UEFA, wann ein Trainer ins Spielfeld darf. Jetzt darf er nicht, erst wenn der Schiedsrichter aufzeigt und ihn hereinlässt. Naja, das hat keinen Sinn, glaube ich, wenn De Giorgi weiterspielt. Sie sehen, er taumelt, er hat zweifellos zumindest eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Ich glaube, das wäre unvernünftig, wenn man ihn weiterspielen ließe. Die Italiener tauschen aus während der Zeit. Schauen wir uns noch einmal an, zuerst diesen Zweikampf von De Giorgi mit Serena, der da im vollen Lauf kommt, springt hoch und Sie sehen es ja, mit dem Kopf schlägt er auf diesen harten Boden noch dazu. De Giorgi hat jetzt wahrscheinlich draußen eine Viertelstunde Zeit, sich zu erholen und dann muss der Trainer entscheiden, ob ein Ersatzmann hereinkommt. Ich glaube nicht, dass noch ausgetauscht wird, denn wir haben ja nur mehr einige Sekunden jetzt in der ersten Hälfte vom Stande von 0 zu 0. Die Italiener brachten inzwischen die Nummer 14, Muraro, oder haben es zumindest vor. Wahrscheinlich die letzte Aktion, Freistoß für die Austria. Flachschuss von Franz Zore am linken Pfosten vorbei. Wir sind schon in der 47. Minute der ersten Hälfte beim Stande von 0 zu 0 im UEFA Cup Achtelfinalspiel, im ersten Spiel zwischen Austria Wien und Internazionale Mailand. Bis jetzt ist die Defensivtaktik der Italiener aufgegangen. Kaum Torchancen, wenig Schüsse, das erwartete Spiel hier im Wiener Stadion. Halbzeit also 0 zu 0. Das ist der Mond, liebe Fußballfreunde, der etwas genüsslich sich dieses relativ kalte Spiel anschaut. Wir sind wieder im Wiener Stadion, zweite Hälfte. Die Austria spielt jetzt von links nach rechts. Beide Mannschaften haben ausgetauscht, mussten austauschen. Und zwar bei der Austria für Josef De Giorgi, der eine Gehirnerschütterung erlitten hat, gerade spielt jetzt Cemal Mustetanagic mit der Nummer 15. Und bei den Italienern hat sich bei diesem Zweikampf eben der lange Aldo Serena verletzt, der hat einen Katalyten. Für ihn ist im Spiel die Nummer 14 Carlo Muraro. Ja, und wir werden jetzt sehen, ob dieses Traumresultat der Italiener durchhält. Bis zum Schlusspfiff das 0 zu 0. Es wird weitgehend an der Austria liegen und an ihren Stürmern, ob sie das Resultat noch korrigieren können. Wir sollten uns doch etwas mehr Offensivkraft und Schüsse der Austrianer erwarten.
Von den Italienern, das wissen wir, können wir nichts anderes erhoffen oder sehen jetzt als weiterhin Catenaccio als Abwehrfußball in Reinkultur. Erinnern wir uns, dass Fidel Consilia in der ersten Hälfte keinen einzigen Ball zu halten hatte. Was wir von der Austria erwarten, etwas mehr Angriffe über die Flügel, mehr Schüsse. Aber wir haben es in der ersten Hälfte gesehen, die Austria-Stürmer sind einfach nicht in Form. Weder Nilaschi noch Trabitz noch Polst, aber wir haben ja noch 44 Minuten Zeit. Nilaschi. Erstmals musste der Nagic. Am ehesten könnte ich mir noch ein Tor erwarten. Hier haben wir Cemal Mustafa-Nagic. Am ehesten könnte ich mir ein Tor noch erwarten von Ernst Baumeister, der auch in der ersten Hälfte noch ein, zweimal geschossen hat. Daxbacher. Madiar. Braska. Immer weit zurückhängend. Baumeister. Ball geht über die Torlinie, abgelenkt von Hansi Müller, der bis jetzt noch eine eher blasse Partie liefert. Daher Eckball durch Herbert Braska für die Austrianer in der dritten Minute der ersten Hälfte. Ich glaube, ich muss nicht eigens noch einmal erwähnen, dass noch kein Tor gefallen ist. Darunter leiden wir Fußballfreunde ja alle. Meister. Nilaschi und gibt das Eckball, ja, zweiter Eckball für die Austria innerhalb kürzester Zeit in der zweiten Hälfte. Und wie immer Herbert Braska, vorne Nummer 10, Nilaschi. Wieder Nilaschi. Ja, und endlich einmal ein Schuss. Wie soll man sonst Torwart Zenka gefährden, wenn nicht mit Schüssen? Von optischer Überlegenheit allein haben wir zu wenig. Auch wenn die Austrianer sicherlich ein bisschen damit spekulieren, dass sie auch gegen Barcelona hier 0:0 gespielt haben im letzten Jahr und dann durch ein 1:1 in Spanien aufgestiegen sind. Hansi Müller gegen Nilaschi, die beiden Legionäre hier, der eine ein Ungar, der andere ein Deutscher. Angeschlagen leicht ist Ernst Baumeister. Rechts haben wir Trainer Wenzel Hallermann, der das Spiel beobachtet, was er schreit und behandelt. Baumeister. Ja, Braska müsste das Spiel ein bisschen hinaus an die Flanken verlegen, weil innen ist es bei den Italienern einfach nicht durchzukommen. Nilaschi. Beccalossi wird gefoult von Robert Sara, Freistoß für die Italiener. Aber ein Verteidiger, der in einem internationalen Match kein Foul begeht, der ist wahrscheinlich sein Geld gar nicht wert. Altobelli und Consilia. Braska wird gesperrt von Sabato. Und der Schiedsrichter hebt auch den Arm, um anzuzeigen, dass es ein indirekter Freistoß ist, weil der Italiener gesperrt hat. Das heißt also, der Ball darf nicht direkt aufs Tor geschossen werden. Darf schon, aber es würde nichts gelten. Thank you.
Guter Schuss, aber ich glaube, Schiedsrichter Carpenter hat er eindeutig gezeigt. Indirekter Freistoß. Ball war kurz abgespielt. Zeitlupe. Tippt Robert Sara den Ball noch an. Springt drüber, drum glaube ich, dass es selbst als Tor nicht gegolten hätte. Dieser prachtvolle Schuss. Zorre. Geschossen hat dieses Tor der neue Mann, Carlo Muraro. Er hat diesen Pressball ausgenutzt, ist davongezogen, Friedel Consiglia geht aus dem Tor raus. Und in der 7. Minute der zweiten Hälfte führt Inter mit 1:0. Das ist wahrscheinlich das Schlechteste, was der Austria passieren konnte. Zu Hause ein 0:1 Rückstand. Wenn man bedenkt, dass Inter seit 2,5 Jahren kein Auswärtsspiel mehr gewonnen hat im Europacup, dass Inter heuer auswärts überhaupt noch kein Tor geschossen hat, ist es eine gewaltige Steigerung für die Italiener, die auch in der Meisterschaft zurzeit etwas stärker spielen als zu Beginn der Saison. Also eine schwere Enttäuschung für die Austria zu Beginn der zweiten Hälfte. Inter führt in der 52. Minute mit 1:0. Torschütze Muraro. In der Nahaufnahme gesehen, wie eng die Unterabwehrmauer postiert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler jetzt am Strafraum. Robert Sara, vor ihm Hansi Müller. Und Madja konnte diesen Fehler von Walter Zenger nicht ausnutzen. Nach dem augenblicklichen Stand würde dies bedeuten, dass Austria in 14 Tagen in Mailand schon einmal 1:0 gewinnen muss, um eine Verlängerung zu erzielen. Braska, vielleicht stachelt dieser Verlusttreffer die Austrianer auf. Vielleicht riskieren sie etwas mehr, schießen sie etwas mehr. In der Theorie haben die Austrianer ja genau gewusst, wie sie Inter zu bekämpfen waren, in der Praxis. Leider nicht wieder Muraro. Schlecht abgespielter Pass war gedacht für Altobelli. Altobelli gegen Baumeister. Und jetzt wachen auch die italienischen Zuschauer auf, die schon manchmal schon etwas kleinlaut waren, wie das Spiel immer gegen das Intertor gelaufen ist. Jetzt lohnen sich für sie auch plötzlich die Ausgaben für die Reise nach Wien. Polster hat jetzt Pecalossi den Ball abgenommen. Bagni, Baresi, wieder Bagni. Großaufnahme Antonio Sabato. Braska hat vergeblich eine Anspielstation gesucht. Ja, hoffentlich resignieren die Austrianer jetzt nicht. Müller. Ja, mit dem Ball kann er schon unglaublich viel. Altobelli wird attackiert von Dachsbacher.
lässt sich von Usted der Nagisch den Ball wegkrapschen. Nach wie vor leider aber 1:0 für Inter nach 10 Minuten der ersten Hälfte. Das sind die Zuschauer aus Mailand, rund 1000, die heute ins Wiener Stadion gekommen sind. Und hier unterhalb haben wir die schweigende Mehrheit gesehen, nämlich die Austria-Anhänger. Was nützt es, dass Inter-Tormann Zenga wesentlich mehr beschäftigt ist als Friedel Consilia? Die Italiener führen mit 1:0 hier noch einmal. Und das ist wahrscheinlich das erste Kopfballduell, das der Ungar gewonnen hat, diesmal gegen Riccardo Ferri. Dravitz gegen Baresi. Im Sturm sind die Austrianer leider zu schwach. Verlieren jetzt sehr viele Zweikämpfe. Was ich vermisse, sind Weitschüsse. Bergomi, der Libero, rollt den Ball zurück. Bergomi, das ist der Mann, der am Sonntag in Genua ausgeschlossen wurde. Heute für zwei Spiele für die italienische Meisterschaft gesperrt wurde. Ernst Baumeister, wie es zuletzt auch in der Nationalmannschaft und bei der Austria einer der stärksten Spieler. Borasca bemüht sich unglaublich viel, kämpft unglücklich. Und gerade ihm liege es so daran, heute eine Prachtpartie zu liefern, um zu zeigen, dass er zu Unrecht von Inter abgegeben wurde. Polster, Trainer Wenzel Hallamar. In der Theorie hatte der Plan der Austrianer, des Trainers, der beiden Trainer so gut ausgesehen, aber es ist halt ein gewaltiger Unterschied, Theorie und Praxis. Calossi. Man merkt jetzt fast an jeder Aktion der Italiener das Selbstvertrauen, das sie durch diesen einen Treffer von Muraro bekommen haben. Aha, die Austria bringt jetzt noch einen weiteren neuen Spieler, nämlich Fritz Strazan. Die Offensivkraft muss hier erhöht werden. Es wäre ja sinnlos, da ein 0:1 über die Runden zu bringen in diesem Mittelfeldgeplänkel. Es muss sich im Strafraum ein bisschen mehr tun, zwischen Eckball für die Austrianer. Gelegenheit wieder zu Konter. Beccalossi. Den Ball an Usted der Nagic. Ja, das müsste geben. Foul an Dravitz und damit Freistoß an der Strafraumgrenze. Aber wir haben schon einige Male gesehen, der irische Schiedsrichter betrachtet Fußball als harten Männersport und der meint, da muss man schon einen Reibung vertragen. Daher geht das Spiel ohne Unterbrechung weiter. Zore. Und
es die nächste Unterbrechung warten. Also welchen Stürmer Alaba jetzt herausnimmt, glaube ich, ist Geschmackssache. Baresi. Viertelstunde, 17 Minuten und jetzt ist der Austausch fällig. So, wen holt Alaba raus? Wer muss Platz machen? Es ist Alfred Drabitz. Fritz Drabitz wird also jetzt in der Position des Rechtsaußenspielers zu nehmen. Cornerbälle haben bis jetzt nichts eingebracht, weil die Italiener im Kopfball so stark sind. Hansi Müller tritt eigentlich nur sporadisch in Erscheinung. Begnügt sich damit, den Ball im Mittelfeld immer zu halten und keine allzu riskanten Passen zu machen. Polster. Polster mit dem linken Fuß. Und da putzen die Beine da unerbittlich aus, wenn sie Gefahr gittern. Da muss der Fußball nicht schön ausschauen, er muss wirkungsvoll sein. Warum geht's nicht weiter? Weil die Italiener austauschen. Meccalossi verlässt das Spielfeld, für ihn kommt Nummer 13. Marini, das ist auch kein schlechter Spieler, der saß immerhin beim WM-Finale auf der Ersatzbank. Vielfacher Nationalspieler, defensiver Mittelfeldspieler. Und was dieser Austausch bedeutet, ist jedem klar, der halbwegs den italienischen Fußball kennt. Für einen offensiven Mittelfeldspieler, für Pecalossi, kommt ein defensiver Marini. Das heißt, das 1:0 halten, das ist jetzt die Marschroute von Intertrainer Radice. Baumeister versucht, das Spiel schnell zu machen. Aber Sie haben gerade gesehen, hier, man hat nicht eine Zehntelsekunde Zeit, den Ball sich herzurichten. Schon ist ein Abwehrspieler da. Im Punkto Kampfkraft sind die Mailänder den Römern klar überlegen. Foul von Berzara auf Tubelli. Ja, für diese Burschen hat es sich ausgezahlt, nach Wien zu kommen. Ihre Mannschaft führt 1:0. Toni Polster, eine Ein-Mann-Mauer. Ball mit viel Fälschung, aber abgepfiffen.
Außenverteidiger. Sarah. Prohaska. Ja, ihm misslingt leider viel. Schau dir das Herbert Prohaska gerade gegen Inter nach einer Verletzungspause nicht in Hochform ist. Sarah. Polster. Ja, ich glaube, jeder österreichische Schiedsrichter hätte jetzt gestrecktes Bein gegeben und Freistoß bei Carpenter sind rauere Sitten erlaubt. Daxbacher Fehlpass und wieder Gelegenheit für den Konter. Zorri gegen wen? Gegen Altobelli. In Madrid. Ja, ungefähr die Hälfte der zweiten Halbzeit ist um. Die Austria hat noch rund 22, 23 Minuten Zeit, das Spiel vom Resultat her umzudrehen. Foul an der Nummer 15 an Cemal Mustedanakic. Es entschuldigt sich Giuseppe Baresi. Torwart Zenga. Drazan. Nilashi. Köpfelt hat allerdings Zorri, glaube ich, Nilashi hat die Abwehrspieler abgelenkt. Jetzt versuchen die Austrianer möglichst über die Flügel anzugreifen. Ernst Baumeister, der Mann zweifellos mit der meisten Dynamik bis jetzt im Spiel der Wiener. Ja, jetzt hat er versucht, alles selbst zu machen. Hoffentlich hält seine Kondition durch. Er war ja zu Beginn dieser Woche an Grippe leicht erkrankt, konnte ein, zwei Tage nicht trainieren. Und dieses Spiel ist ja besonders kräfteraubend bei den vielen Zweikämpfen. Carpenter hat hier ein Hetz gesehen. Noch einmal Freistoß für die Austria. Sogar Altobelli ist zurückgekommen. Kopfball allerdings, harmloser Kopfball von Toni Polster. Noch 20 Minuten im Wiener Praterstadion. Hat Austria kein Mittel gefunden, wie das Catenaccio der Italiener zu knacken. Robert Sarr hat geschossen, aber nur noch 20 Minuten Zeit. Inter Mailand ist ja schon einmal an einer österreichischen Mannschaft gescheitert im UEFA Cup, das war vor 9 Jahren gegen Admira. Da hat die Admira in der Südstadt das erste Spiel 1-0 gewonnen und dann in der
der Verlängerung in Mailand San Siro 1:2 verloren ist durch die Auswärtstorregel. In der Verlängerung war das übrigens aufgestiegen. Prohaska. Baumeister. Am Ball war Marini, der neue Mann, Gian Piero Marini. Altobelli. Und der schlechte letzte Pass kam dann von Hansi Müller. Ich habe den Eindruck, dass der Austrianer jetzt etwas mehr laufen und sich mehr bewegen als in der ersten Hälfte. Allerdings das Resultat ist das gleiche bis jetzt. Zorre ist ja ein Spieler, der sehr gut schießen kann. Ja, den Austrianern läuft die Zeit davon. Die größte Schwäche der Austrianer ist im Augenblick die absolute Ungefährlichkeit vor dem Tor. Typisch, dass die Kopfbälle von den italienischen Abwehrspielern gewonnen werden. Auch Robert Sarra bemüht sich jetzt sehr Tempo zu machen. Daxbacher. Und wenn man eine Zehntelsekunde wartet, ist der Ball gekrabbt im Gegner. Man hat den Eindruck, dass die Mailänder sich gar nicht allzu sehr bemühen, jetzt noch einen besonders gefährlichen Konter zu lancieren. Sie führen 1:0. Damit haben sie ihr Traumresultat schon bei Weitem übertroffen. Traumresultat 0:0. Vielleicht haben sie kurz jetzt Linkstrainer Wenzel Hallermann gesehen, der etwas ungnädig an der Linie gestanden ist und hineingestikuliert hat. Müller. Sehr unkonzentriert und schlampert. Erstens einmal hätte er selbst schießen können. Dann hat er noch schlecht aufgelegt. Polster, Sarra. Baumeister. So, was entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß für die Austria? Sabato. Nilasch ist vorne, Daxbacher, die lange Toni Polster und Fritz Drazer. Und wer war als erster dort mit dem Fuß? Fulvio Colovati, der als bester Vorstopper der Welt gilt. Ja, es ist ganz bezeichnend für den Verlauf dieses Spiels, dass Friedel Consilia mit Ausnahme dieses Tores, das er bekommen hat, überhaupt nichts zu tun gehabt hat in diesem Spiel. Und noch eine Viertelstunde Wiener Stadion beim Stadion von 1:0 für Internationale Mailand. Madiar.
Faust. Feldschuh. Das muss ein Tor sein und es ist eines durch unseren Freund Tibor Nilaschi. Das 7. UEFA-Cup-Tor für den Ungarn. Noch einmal. Musste danach. Baumeister, Ball mit dem, mit der Außenfetten, wie man bei uns in Wien sagt, mit der Fälschung. Und da wartet Nilaschi, der Tormann kommt nicht mehr rechtzeitig in das Eck. Völlig ungedeckt, aber das ist eine Spezialität. Erwischt den Tormann auf dem falschen Fuß und es steht 1:1. Und aus einem Spiel, das schon praktisch gelaufen schien für die Italiener, ist plötzlich wieder ein spannungsvolles Match geworden. Hoffen wir, 76. Minute durch das Tor Nilaschis führt die Austria. Und entschuldigen Sie, das war mir ein Wunschgedanke, glich die Austria zu 1:1 aus. Und jetzt hört man, dass auch noch 15.000 bis 20.000 Leute einen ganz schönen Wirbel machen können. Alto Belli und Robert Zara. Ein Tor, ein einziges Tor wäre doch so schön für die Austria. Wir bei uns in der Meisterschaft haben immer gesagt, der Nilaschi, das ist der König der Abstauber. Sie haben jetzt bei diesem Tor gesehen, wieder ist er dort gestanden, genau dorthin, wo der italienische Verteidiger den Ball geköpfelt hat. Da gehört schon eine Klasse dazu, auch diesen Torriecher zu haben. Hier haben wir die Pressetribüne und oberhalb, das sind dann die Zuschauerränge des Sektor B. Prohaska. Ja, schauen wir mal, ob dieser Treffer von Nilaschi die Wiener jetzt etwas verzaubert hat. Robert Zara zeigt auf. Zorre, der Libero, der jetzt mitkommt. Und musste dann agisch, der Ball reißt ihm ab, aber wer kommt doch mal an. Und im Fallen hat der Italiener sogar noch den Ball gegrapscht, die Nummer 6, nämlich Giuseppe Baresi. Und das war natürlich ein Foul von musste dann agisch Freistoß für Inter. Und auf einmal herrscht auch wieder Stimmung, Sie haben es gerade gesehen, unter den Austria-Anhängern, die schon ein bisschen eingefroren sind da oben auf den Rängen. Toni Polster attackiert beim Ausschießen Tormann Walter Zenga. Prohaska, so, das ist der Prohaska, wie wir ihn kennen. Nilaschi. Drazan. Gegen Baresi. Baresi hat jetzt Drazan sozusagen übernommen als Gegenspieler. Von Alfred Trabitz nämlich. Und Eckball für die Austrianer Trabitz. Entschuldigen Sie, Drazan. Noch einmal dieser Eckball durch Drazan. Colovato schärft sich raus und dann kommt der Robert Zara. Und er, der ja ein Rechter ist, trifft den Ball fantastisch mit dem Link und den Ball. Also um Millimeter zieht er vorbei, da sehen wir es ganz genau, ein Millimeter am Tor. Ja, die Austria ist jetzt im Augenblick wie verwandelt. Noch 10 Minuten, 1:1. Ja, bei 1:1 ist die ganze Sache nicht mehr so hoffnungslos wie noch vor wenigen Minuten bei 1:0 für die Italiener.
Aufgestützt hat sich da der Verteidiger, aufgestützt, eindeutig, aber ja, und wieder Nilaschi, und, Tor, 2:1 für die Austria. Und neben mir der italienische Kommentator, der schüttelt seinen Kopf, der kann es nicht glauben, aber wir wissen so, es ist so, 2:1 für die Austria, zum zweiten Mal Tibor Nilaschi, noch einmal das Ganze, schauen wir uns noch oft an. Nilaschi köpfelt sofort und da hat der Zenga keine Chance, er gaumelt den Ball noch nach, aber es steht 2:1 für die Austria. Und ich glaube, jetzt werden ein paar Zuschauer zu Hause aus dem Wiener Raum bereuen, dass sie nicht in den Prater runtergekommen sind. So kalt ist es ja wirklich nicht. Hier haben wir den zweifachen Torschützen, der kalt schon ein bisschen, Tibor Nilaschi. Und auf einmal glaubt man, wir sind ein Fußballvolk. War auch zu schön jetzt in den letzten Minuten diese zwei Tore durch Tibor Nilaschi. So, schauen wir mal genau auf die Uhr. Es sind gespielt 37 Minuten in der zweiten Hälfte. Naja, das heißt, im Rückspiel, jetzt würde der Austria schon ein Unentschieden genügen, um aufzusteigen. Aber wir wissen ja, wie schwer es auch die anderen Mannschaften gehabt haben in den ersten Europacup-Runden, UEFA-Cup-Runden in Mailand, haben beide ohne Gegentreffer zu Hause gewonnen und sind trotzdem rausgeflogen. Trotzdem, auf einmal können wir mit Spannung auf das Rückspiel in 14 Tagen im Merzer Stadion von Mailand warten. Herr Müller. Und jetzt legen die Italiener auch plötzlich einen Zahn zu. Muraro war der Schütze des ersten und hoffentlich einzigen Treffers von Inter. Weg mit dem Ball, jawohl. Baresi. Und Fritz Drazan hat den Ball dann noch über die Autolinie gespitzelt. Altobelli und der Ball war über der Torlinie, daher Abstoß beim Tor Friedel Consilias. So kalt kann es gar nicht sein, dass der Consilias sich nicht aufregt und er kassiert dafür die gelbe Karte. Das heißt also, bis jetzt die Bilanz ergeben kann, eine Ernst Baumeister, eine Consilia und Baumeister hält dem Friedel den Mund zu. Also bitte sei vorsichtig, wir brauchen dich. Ende des Spiels beim Stande von 2:1 für die Austria. Wahrscheinlich tun dem Robert Sarra schon alle Rippen weh, so sehr hat er sich eingesetzt. Ferri. Also wo der 37-Jährige die Kondition hernimmt, wahrscheinlich vom Training und von der Einstellung. Nilaschi. Foul an Tibanisch. Nilaschi, Freistoß für die Austria. Wie lange geht es noch? Noch 4 Minuten. Sabato entschuldigt sich.
Polster. Foul von Drazan, daher Freistoß für Inter. Das Foul war an Bagni. Ja, und am Gesicht von Wenzel Hallerbach kann man wirklich nicht ablesen, wie dieses Spiel steht. Sollte sich irgendjemand erst jetzt eingeschaltet haben, die Austria führt 2:1. Sie ist lange Zeit mit 0:1 im Rückstand gelegen. Austria hat ihre beiden Tore, bravo Baumeister, hat ihre beiden Tore erst in der letzten Viertelstunde dieses zum Schluss doch sehr dramatischen Spiels geschossen. Madiar, mal mit dem Außenriss weiter zu Polster. Drazan mit Feldschub, wieder Lilaschi und an die Latte! Gibt's denn sowas? Wenn das nicht das 3:1 gewesen wäre. Noch einmal. Drazan. Nilaschi. Wenn er nicht schon so berühmt wäre, hätte er jetzt noch berühmter werden können. Aber er hat schon 2 Tore geschossen. Und musste danach schießen. Noch einmal. Haken. Schuss. Und Bergomi warf sich da hinein. Angeschlagen ist Fulvio Colovati. Willkommene Zeit für die italienische Abwehr, die jetzt sehr unter Druck steht. Noch 1,5 Minuten, aber der Schiedsrichter ist da sehr genau. Er lässt sicherlich noch ein bisschen länger spielen. Das war eine nette Geste. Sabato hat die Flasche an Tibor Nilaschi weitergegeben. Die Italiener haben schon 2-mal ausgetauscht, ebenso wie die Austrianer. Das heißt, entweder muss Colovati hinaus oder er muss verletzt weiterspielen. Das ist Gigi Radice, seit heuer Trainer Inter Mailand, fünffacher Nationalspieler. Hat hier mal selbst einen 2:1-Sieg von Italien erlebt in Wien. Das war im Weltmeisterschaftsjahr 1962. So, offiziell müsste das Match eigentlich schon um sein, aber durch diese Unterbrechung bei der Verletzung von Colovati gibt es sicher noch eine kleine Draufgabe. Natürlich Pfiffe für diesen Rückpass. Die Italiener glauben, mit dem Resultat von 2:1 gut bedient zu sein. Schauen wir noch einmal die Tore an. 1:0 für die Italiener in der 52. Minute. Durch den eingewechselten Muraro und dann in der letzten Viertelstunde die beiden Treffer von Tibor Nilaschi zum 2:1 für die Austria. Ja, der Linienrichter hatte die Fahne oben offside und daher Freistoß für Inter in der sicherlich in der allerletzten Spielminute. Sie haben auch diesen Blick jetzt von Wenzel Hallermann gesehen. Tore also Muraro und 2-mal Nilaschi. Kopfballspezialist Nummer 1 in Österreich sicherlich. Schiedsrichter Carpenter, der sehr großzügig gepfiffen hat, versucht jetzt in den letzten Augenblicken dieses Spiels keine Hektik aufkommen zu lassen.
91 Minuten sind vorbei, wir sind schon in der 92. Minute. Ja, hoffentlich wird da nichts draus. Nein, zum Glück 4 Austrianer gegen Altobelli. Uste Tanagic gegen Marini. Sabato. So, und ein Konter geht sich vielleicht noch aus. Ja, die Zuschauer bekommen für Geld heute eine Menge, nämlich schon 93 Minuten Fußball, wovon die letzten 20 Minuten sicherlich die schönsten waren. Ja, im Augenblick, glaube ich, sind beide Mannschaften mit dem Resultat zufrieden. Der Schiedsrichter Jolla pfeift ab, Austria Wien schlägt Inter Mailand mit 2:1. Alle Tore fielen erst nach der Pause und ich hoffe, dass die Austrianer jetzt nicht zu müde und erschöpft sind, um uns nach diesem herrlichen Sieg noch einige Interviews zu geben. Robert Sarah, im 50. großen internationalen Spiel hat es zum Schluss doch noch einen wunderbaren Sieg gegeben. Ja, wir haben sich echt viel vorgenommen gegen diesen großen Gegner. Wir spielen die letzten 2-3 Partien nicht mehr so gut wie sonst. Heute haben wir sich vorgenommen, wir kämpfen bis zum Umfallen. Es ist uns gelungen. Wir haben einen 1-0 Rückstand aufgeholt und waren im dritten Tor, also näher als wie die in Ausgleich. Und wieso ist es dann in der zweiten Hälfte dann um so viel besser gelaufen oder gegen Ende der zweiten Hälfte? Ja, wir haben vielleicht die Scheu ein bisschen abgelegt von den Gegnern, haben viel mehr Laufarbeit und Zweikämpfe gewonnen und das war das Entscheidende. Wie war das nach dem Rückstand? Naja, wir haben sich vorgenommen, kein Gegentor zu bekommen. Leider haben wir eins bekommen aus abseitsverdächtiger Position. Ich weiß es nicht, das ist egal. Aber wir haben dann den Moral gehabt. Also es geht doch immerhin noch eine gute 20 Minuten, da kann man das umdrehen. Das ist uns Gott sei Dank gelungen. Naja, wie schaut es jetzt mit dem Rückspiel aus? Ja, wir spielen auswärts oft besser wie zu Hause. Also ich bin echt zuversichtlich. Danke, Robert Sarah, und Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe das gesehen und ich muss sagen, das war eine korrekte Entscheidung. Ja. Naja, nach gut 50 Minuten stand es plötzlich 1:0 für Inter. Und was war dann Ihre Entscheidung in dem Augenblick? Sehen Sie, wir haben mal ganz bestimmt versucht, nicht nur auf 0:0 spielen, sondern auf Sieg. Diese Abseitsposition oder dieser Abseitstor hat ein bisschen uns die Nervosität gebracht. Und ich muss meine Mannschaft für die Moral wirklich loben. Die Mannschaft hat das weggesteckt und ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Und haben Sie, der Sie ja italienische Mannschaften kennen, geglaubt, dass Italiener nach einer 1:0-Führung das Spiel noch aus der Hand geben? Das habe ich nicht erwartet, aber ich habe gewusst, wenn Inter steht unter Druck, kommen die Fehler. Und wir haben Gott sei Dank diesen Druck ein bisschen gemacht und da sind auch gefallen die 2 Tore. Was waren Ihre Überlegungen beim Austausch? Bei Austausch war die meine Überlegungen, jetzt hat man nichts zu verlieren. Drazan ist bekannt, er ist relativ sehr schnell und er hat auch gezeigt, nicht nur mit guter Flanke, bei dieser Situation zu 2:1 hat dieser Ball wieder erkämpft. Selbstverständlich, dazu gehört ein bisschen Glückchen, wenn der Ball kommt zu Nilashi, aber ich glaube, das war auch seine verdient, auch nach dieser 2:1. Nilashi hat ja anfangs weit hinten gespielt, offenbar um den Vorstopper wegzuschleppen. Und dann bei den entscheidenden Toren war er allerdings im Strafraum. Das ist richtig. Wir haben mal gewusst, der Kolovati geht mit Nilashi wie Polizist. Ich habe versucht, den Nilashi aus der Tiefe lassen spielen. Das ist uns nicht erste Halbzeit gelungen, aber muss man sagen, Nilashi hat es zum Schluss gut gemacht. Er hat sich bewegt, hauptsächlich auf die Spitze und Gott sei Dank hat die zweite. Hat sich auch mehr bewegt dann? Hat sich mehr bewegt und bei diesem Pfostenschuss hat noch Pech gehabt. No, und das Rückspiel? Ja, dieses Gegentor macht das ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir haben selber Hexel gesehen in Barcelona. Ähnliche Atmosphäre wartet uns in Milano und ich glaube, durch diesen Sieg ist diese Situation nicht chancenlos. Danke. Bitteschön. So, jetzt warten wir noch eine Sekunde, ob der Prohaska noch kommt. Nein, kommt nicht, höre ich gerade, kommt nicht daraus. Wir brechen unsere Dings ab. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke.